Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und wie soll ich sagen, ich habe euch ja den Bannbau Police Helikopter aus der Police-Reihe vorgestellt. Und habe ich dann auch gesagt, ich habe da noch andere Bannbausets rumliegen und kann da auch noch gerne eine Review machen, wenn euch das gefallen hat. Und wie soll ich sagen, ihr habt danach gelächzt, ihr habt danach verlangt, wie als wärt ihr ein Husky und habt seht da ein gebratenes Tomahawk-Steak hinten liegen und ihr wollt das unbedingt haben. Und dementsprechend muss ich euch natürlich diesen Wunsch von den Lippen ablesen und zeige euch noch ein Bannbauset. Und zwar haben wir hier das Banbao Transportation Set. Das ist der Citybus. Transportation ist quasi so das Äquivalent zur City-Reihe von Lego. Aber wie gesagt, Steine nicht hundertprozentig kompatibel. Figuren sehen ganz anders aus. Da gibt es keine Probleme. Ich wollte es nur gesagt haben. Das sind einfach so diese verschiedenen Reihen. Zum Beispiel gibt es auch noch eine Farm-Reihe. Ab 5 plus 372 Teile. Das ist relativ viel für Banbao sogar. Dann haben wir drei Tobys. Also drei solche Minifiguren enthalten. Und es ist die Setnummer 8768. Wir können uns auch die Box gerne nochmal zusammen anschauen. Wir haben hier oben nochmal den Bus. Dann haben wir auf dieser Seite nochmal so ein bisschen eine Spielszene an der Bushaltestelle. Dann haben wir hier wieder dann den wunderschönen Leitspruch Build more, build cool, build your dream. Liebe ich. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einfach nur eine Spielszene an der Bushaltestelle. Und hier haben wir nochmal diesen wunderschönen Spruch. Dies ist ein Produkt der Marke Banbao und sollte nicht mit Produkten anderer Hersteller verwechselt werden. Köstlich. Auf der Rückseite haben wir, wie schon beim Polizeihelikopter, dann drei gesonderte Abbildungen. Hier mit Spielfunktionen. Also die Tür geht auf, man kann hier unten wie die Gepäckklappe öffnen. Und dann kann man wunderschön mit diesem Bus an der Bushaltestelle anfahren. Ich würde sagen, ich mache das mal auf, wir gucken uns die Teile an, wir gucken uns die Anleitung an und ich denke, wir werden sehr viel Spaß haben. Take your knife and do the best, dass die Finger dran bleiben, ja, die Finger dran bleiben. Take your knife. Gut, das wäre geschafft. Und dann muss man sagen, wir haben hier zwei Anleitungen drin, und zwar einmal für die Bushaltestelle. Und einmal für den Bus an sich. Das ist ganz cool, muss ich sagen, weil es ist auch einzeln abgepackt. So kann man eigentlich mit zwei verschiedenen Kindern oder einem großen Kind und dem Kind die zwei Anleitungen geben, die zwei Tüten geben und die bauen dann getrennt voneinander einfach das Set auf. Ist doch einfach cool. Da hat man noch mehr Beschäftigung für zwei. Natürlich auch bloß den halben Bauspaß für die Leute. Naja, dann müssen wir halt zwei Sets kaufen, ist ja auch okay. Auf jeden Fall, die Anleitung ist wieder Banbao-typisch. Beziehungsweise Kobi-typisch, aber in Banbao-Art. Also, wir haben hier immer alles ausgegraut, was schon gebaut ist. Was dann drauf gebaut wird, ist wieder in Farbe dargestellt. Wir haben wieder diese Banbao-typischen starken Konturen an den Steinen. Das ist, wie wir das schon kennen, hier bei der Bushaltestelle. Und dann haben wir hier die Anleitung zum Bus. Und ich denke, hier werden uns keine Überraschungen treffen. Ist genauso. Wieder ausgegraut, was gebaut ist. Was dann gebaut wird, ist wieder in Farbe. Wir kennen das. Danach lässt sich sehr gut bauen, auch von Banbao. Durch die starken Konturen lässt sich da meistens sehr gut bauen. Und ich würde sagen, das ist das Stichwort. Ich fange einfach mal an zu bauen und zeige euch dann die Teilequalität während dem Bauen. Weil ich meine, 300 Teile, da kann man schon mal ein, zwei Zwischenschritte machen und seine Meinung sagen. Wie gehabt, gibt es mehr Zwischenschritte, wenn es mehr Fehler gibt, weil ich dann einfach mehr dazu zu sagen habe beim Aufbau und ich das am besten beim Aufbau am Modell zeigen kann, was es da für Fehler gibt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video. Und nach insgesamt 12 Bauschritten und 6 Seiten ist die Busstation fertig, die Bushaltestelle. Und ich muss sagen, die wurde eigentlich ganz nett gebaut. Man hat tatsächlich als erstes mit Teil A angefangen. Teil A ist das Dach. Und hat hier das Dach eben zusammengebaut in den verschiedensten Schritten, bis es hier komplett fertig war. Dann hatten wir eben das Dach hier einzeln, bis zu den Streben hier hinten. So, und dann haben wir halt mit Teil B angefangen, hatten dort nochmal die Bauschritte und haben quasi das gesamte Unterteil und den Baum gebaut. Und am Ende kam dann eben diese Bushaltestelle dabei raus. Ich finde, die ist sehr schick, die ist gelungen, für wenige Teile, viel bekommen mal wieder. Natürlich, das sind alles Aufkleber, das sind keine Prints. Ich finde auch, die Aufkleber an sich sind schön gelöst. Dass wir hier oben die Uhr haben, die über mehrere Teile geht, finde ich zwar doof, aber hier, dass wir den Bus als Aufkleber haben und dann hier diesen Busplan, finde ich schön. Ich finde den Busplan auch ganz cool gestaltet mit diesem A zu B, finde ich ganz gut gemacht. Und dann haben wir hier noch wie so eine Mülltonne drin. Und eben diesen Baum. Und dann haben wir hier die Bushaltestelle hier hinten schön mit Scheiben ausgestattet. Wie gesagt, ist ein schöner Bau, sieht schick aus. Kann ich nur so empfehlen. Und dann habe ich schon mal hier die Figuren auch drauf gesetzt, damit wir uns die auch mal zusammen anschauen können. Und da haben wir eben wie einen Schuljunge.
ein Schulmädchen und einen Busfahrer, toll mit Krawatte und Uniform. So, das würde ich gerne mal in Deutschland sehen. Auf jeden Fall konnte man das alles sehr leicht zusammenbauen, hat alles super funktioniert. Auch das Zusammenstecken von dem Dach und dem Unterteil hat am Ende sehr gut funktioniert. Nachdem das dann zusammengesteckt wurde, hatte das auch eine gute Stabilität. Man hat wieder den Vorteil, dass es ja mit Lego unkompatible Teile sind, also mit dem Zoll gar kein Problem. Und auch die Figuren, wie gesagt, sehen wieder gar nicht nach Lego-Minifiguren aus, haben ganz andere Proportionen, ganz andere Bauweisen und dementsprechend gibt es dort auch keine Probleme. Und ich finde, das ist immer der große Vorteil bei Banbau. Natürlich, man kann es zwar nicht in die Krabbelkiste mit den anderen Klemmbausteinen reinhauen, weil sie eben nicht ganz kompatibel sind, aber sie sind eben komplett sicher, wenn man sie selber importiert. Man hat da nie Probleme mit, weil sie einfach nicht unter das Recht von Lego fallen. Es ist einfach ein eigenes Produkt und das ist einfach cool. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch den größeren Teil des Sets und bauen den Bus. Das sind insgesamt jetzt 14 Seiten und 27 Bauschritte und ich denke, wir werden weiterhin sehr viel Spaß haben. Die Teilequalität von beim Bau ist wirklich sehr gut. Da kann man gar nichts sagen. Und nach Bauschritt 14 von der Busanleitung ist schon zu circa die Hälfte des Busses fertig. Und ich muss nochmal hervorheben, wie unglaublich gut die Qualität dieser Banbau-Steine ist. Also ganz ehrlich, wenn diese Qualität bei dem immer so ist und die wäre kompatibel mit Lego, voll kompatibel mit Lego, dann wäre es wahrscheinlich mit Kobi die mit ernstzunehmendste Alternative von Klemmbaustein auf dem europäischen Markt. Also das ist unglaublich, was die für eine Qualität herbringen. Und deshalb sind die Preise halt auch nicht so gering. Beim Bau ist nicht gerade billig, das ist halt für Liebhaber. Aber das ist das wert. Das ist super, das ist wirklich eine Top-Qualität. Und das habe ich selten so erlebt bei einem alternativen Klemmbausteinhersteller. Der Bus nimmt so langsam Züge an. Ich meine, das ist so ein kleiner Citybus, ne? Hat ein paar Sitze. Finde ich alles relativ schön gebaut. Sieht schnucklig aus. Ich finde auch die Farbe ganz hübsch. Die Rückleuchten finde ich eigentlich für einen Bus völlig in Ordnung. Und dann muss ich sagen, finde ich es schön. Die haben ja auch wirklich Türen, die man hier öffnen kann. Und kann dann richtig schön Bus spielen. Ich meine, das wird natürlich noch alles ausgebaut. Das wird noch alles größer gebaut, damit dann auch der Bus wirklich geschlossen ist. Aber das macht bisher sehr viel Spaß. Und wenn der Bus dann fertig ist, kann ich nochmal meine gesamte Meinung dazu loswerden. Und 28 Bauschritte und 15 Seiten später ist der Bus auch schon fertig. Und ich muss sagen, man hat für die wenigen Teile, die das Set hier hat, echt viel größenmäßig gesehen. Und ich zeige euch gerne mal, was wir hier haben. Und zwar haben wir hier einen schönen Stadtbus, ebenso einen schönen Citybus. Und der hat ein, zwei Funktionen. Und da gehe ich auch noch drauf ein. Auf jeden Fall kann man hier die Türen öffnen. Das ist natürlich eine Standardfunktion, muss in den Bus rein, sonst wäre es im Endeffekt kein guter Bus. Das haben sie zwar erstmal erfüllt, aber da muss ich sagen, hat man Bau ein bisschen Dienst nach Plan gemacht. Das hängt nämlich damit zusammen, dass wir hier zwar die Türen haben, aber durch diese Türen die Figuren in keinster Weise durchpassen. Die gehen hier nicht mit dem Kopf durch, da ist Schluss. Also, ich zeige es mal hier. Das klappt nicht. Das ist ein bisschen Dienst nach Plan. Das hätte man auf jeden Fall besser lösen müssen, in dem Fall sogar. Und das muss man beim Bau in dem Fall einfach angreifen. Dann können wir noch die verschiedensten Klappen an diesem Bus öffnen. Zum Beispiel hier hinten diese Klappe kann man öffnen. Ist sowas wie eine Verstauklappe. Ist auch an und für sich relativ schön gelöst. Sieht in Ordnung aus. Haben wir aber ein Problem. Denn die Kraft von diesen Teilen hier reicht nicht wirklich aus. Und das wabbelt hier so rum. Das ist nicht straff. Man kann es nur entweder ganz oben, halbwegs mittig oder ganz unten einstellen, weil sonst kommt es immer wieder geflogen. Und das ist ein bisschen schade. Und die Kraft reicht halt, wie gesagt, gar nicht aus. Und im Spiel würde das hier hinten, wenn man hier mal schön spielt, die ganze Zeit auf und zu wabbeln. Und das muss eigentlich nicht sein. Dann haben wir hier eine Klappe zu öffnen. Hier ist wie so ein Gepäckraum noch mit angedeutet. Ganz klein, hier drin haben wir jetzt einen Koffer, den kann man rausnehmen. Gut, ist vielleicht ein bisschen mickrig für so einen Bus, aber ist ja völlig in Ordnung. Dann kann man die Spiegel an und für sich einstellen, kann man bei fast jedem Modell mit Spiegeln. Die sind eben hier auch schön einstellbar, kann man drehen. Ist in Ordnung. Und das sind im Endeffekt die Spielfeatures bei dem Bus. Kommen wir mal zu den positiven Sachen, die das Set mitbringt. Wie gesagt, man hat aus wenigen Teilen größenmäßig ordentlich was für sein Geld bekommen. Das sieht man hier, das ist wirklich in Ordnung. Da hat man weniger sonst. Da hat man bei vielen alternativen Klemmbausteinherstellern viel weniger sonst. Das ist ordentlich. Ich finde, es sieht auch vom Design alles ordentlich aus. Ich finde die Bushaltestelle hier wirklich sehr knuffig und schnucklig gelöst. Finde ich sehr schön. Bin ich ein großer Fan davon. Da kann man gar nichts sagen.
Wir haben ein paar negative Punkte, die ich euch gezeigt habe, aber das geht leider noch weiter. Denn wir haben ein Problem bei den Reifen. Schaut euch mal an, die Reifen. Wie viel Spiel die hier haben, wie locker die sind. Und das hat zur Folge, dass die hier die ganze Zeit eigentlich quer stehen. Das wird dann besser, wenn der Busch steht, dann eiern sie auch relativ wenig, aber sie eiern eben trotzdem noch, weil die einfach dort viel zu locker drin sind. Und das ist relativ schade fürs Spielen und das macht nicht den besten Eindruck, muss man ganz ehrlich so sagen. Dann haben wir ja schon gesagt, dass die Türen echt designmäßig zwar in Ordnung sind, aber nicht wirklich super aussehen. Dadurch, dass man hier diesen Spalt hat und dann noch nicht mal die Figur durchpasst. Das hätte man auf jeden Fall eleganter lösen können. Das ist sehr schade, dass das so ist. Und dann ist noch das nächste. Alles, was ihr hier seht, sind Sticker. Ich habe sie jetzt hier angebracht, weil Spielset. Das ist ganz klar. Banbao sind Spielsets in diesem Fall. Da ist es in Ordnung, habe ich sie angebracht. Trotzdem bin ich natürlich kein großer Fan davon. Und ich muss sagen, das ist immer ein Minuspunkt bei Sets. Es ist immer besser, wenn es gedruckt ist. Und ich muss sagen, das fällt natürlich nicht so schwer ins Gewicht wie die anderen Fehler, die wir haben. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist schade von der Teilequalität her, dass die Teile halt wirklich super sind, sonst dann bei den Reifen die Teilequalität sehr stark nachlässt. Und dann haben wir bei den Fenstern ein Problem mit der Teilequalität. Und zwar sind die Fenster sehr wackelig drauf. Die halten nicht wirklich. Und wenn man hier oben nicht so eine gut durchdachte Bauanleitung hätte, wo man hier wirklich immer schlau überschichtet und es nie dazu kommt, dass so ein Fenster noch einzeln wackeln kann, dann hält das im Gesamten, wenn dann die Platten drauf sind auch. Aber sonst würde das nicht halten. Hier seht ihr schon, man kann das hier raushebeln. Das ist ein Extrembeispiel. Das hält nicht mal mit den Platten, aber sonst hält das. Das ist relativ schade, das verstehe ich auch nicht, weil die Teilequalität halt sonst echt der Hammer ist. Und dann bei den Fenstern haben wir so ein großes Problem. Ich verstehe es nicht so richtig, was da schiefgelaufen ist, aber gut, wir müssen jetzt damit leben. Ich muss sagen, das Highlight an dem Set ist das, was ich als erstes gebaut habe. Und das ist diese kleine Bushaltestelle. Die sieht sehr schön aus, die kann man sich auch überall hinstellen. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass die nicht hundertprozentig Lego-kompatibel ist, weil wenn man sie jetzt einfach neben anderes Lego stellt, fällt an und für sich nicht auf, dass die Noppen hier oben ein bisschen größer sind. Man kann es genauso auf eine Grundplatte setzen, ist kein Problem, da hält es auch. Und es ist an sich ein geschlossenes System. Das ist nicht schlimm, das kann man sich gut hinstellen. Der Bus an und für sich hat stark nachgelassen an so manchen Punkten. Das haben wir bei den Klappen gesehen, das haben wir bei den Fenstern gesehen, das haben wir bei den Rädern gesehen. Das ist ja schade, aber trotz alledem kann ich das Set trotzdem empfehlen, weil es wird trotzdem Spaß machen, damit zu spielen. Man kriegt für relativ wenig Teile, wenn man bereit ist, das Geld zu zahlen, ein schönes Set. Und das ist der Punkt, es ist nicht billig und deshalb sind solche Fehler natürlich eigentlich ein Kriterium, wo ich sagen würde, ich empfehle es euch nicht. Wenn ihr aber mit den Fehlern leben könnt und wenn euch der Preis, so wie er ist, jetzt egal, in Anführungsstrichen ist, wenn er okay ist, kauft das Set gerne. Wenn ihr es gebraucht kriegt, günstig, alles gut, kauft das Set, sofort, sage ich, zuschlagen. Bei allen anderen Sachen würde ich davon abraten, weil eben dann doch relativ viele Fehler reingekommen sind und euch die super Teilequalität im Endeffekt nichts bringt, wenn es nicht zu euren anderen Klemmbausteinen hundertprozentig kompatibel ist. Dementsprechend, wenn ihr damit leben könnt, was ich euch aufgezählt habe, was für Fehler da sind und was für schlechte Sachen da sind, direkt Daumen hoch, kauft. Und wenn nicht, dann lasst die Hände davon, weil es ist nun mal auch abgeschlossen vom System her und deshalb kann man solche Fehler wie die Fenster eben auch nicht mit anderen Klemmbausteinherstellern lösen und das ist relativ schade. Schreibt auf jeden Fall gerne mal, wenn ihr das Set schon selber gebaut habt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Krieg der Steine.